Ja, Simone 7. Guten Abend, Simone. Ich hoffe, ich störe nicht. Mit wem spreche ich? Wissen Sie, wie spät es ist? Hast du meine Blumen nicht bekommen, Simone? Ja, ich habe einen wundervollen Strauß erhalten, danke. Aber anonym, wer sind Sie? Rate mal, ein Verehrer. Die Rose gilt als Symbol für Liebe und Zuneigung. Aber auch für Schmerz. Das weißt du doch, Simone, oder? Wenn Sie mir nicht sofort sagen, wer Sie sind, lege ich auf. Komm zur Autobahnbrücke an der A1, Simone. Ich möchte dich gerne treffen. Ich bin doch nicht verrückt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich nachts im strömenden Regen zur Autobahnbrücke fahre, um einen Fremden zu treffen. Bitte, Simone, es ist doch nicht weit, nicht mal 500 Meter. Oh Gott, ich falle auf solche Schülerscherze nicht mehr heran. Es tut mir leid. Das ist kein Abi-Gag. Ich will dich sehen, Simone. Komm, jetzt, sofort. Jakob, sind Sie das? Was soll der Quatsch? Haben Sie es immer noch nicht überwunden, dass Sie die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule nicht geschafft haben? Ich bin nicht Jakob. Komm jetzt. Ich muss dich sehen. Komm sofort, sonst passiert ein Unglück. Der Flüsterer von Klaus-Peter Wolf. Regie Thomas Leutzbach. Ich dich auch. Oh, Kathi, warte. Du hast deine Brote vergessen. Kein Hunger. Oh, Kind. Du und dein Schlankheitstick. Wie die Polizei heute Morgen mitteilte, hat sich die Zahl der Toten bei dem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in der Zwischenzeit auf 3 erhöht. Der 11-jährige Sohn der Familie erlag in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen. Gestern, kurz vor Mitternacht, hat ein Unbekannter von einer Autobahnbrücke einen Backstein auf die Fahrbahn geworfen. Der Stein durchschlug die Windschutzscheibe. Der Fahrer verlor die Kontrolle, das Fahrzeug geriet in Schleudern, überschlug sich und ging in Flammen auf. Der 35-jährige Familienvater und seine Frau verstarben. Sie sind uns volle Kanne hinten reingekracht, Frau Sieben. Ich weiß überhaupt nicht, wie mir das passieren konnte. Der Schulbus hat ja zum Glück nur einen Blechschaden. Oh Gott, das ist mir so unangenehm. Ich Erregen Sie sich nicht so auf, Frau Sieben. Ihren Schülern ist nichts passiert und mir auch nicht. Oh Gott, das ist so nett, aber ich... Und mir sagen Sie immer, ich soll nicht träumen. Oh, oh, oh. Und so kann man sagen, Annette von Droste-Hülshoff schrieb mit der Judenbuche die erste deutsche Kriminalerzählung. Gerade erschien eine Anthologie, in der 19 Kriminalschriftsteller Variationen auf die Judenbuche geschrieben haben. Dieses Buch stellt uns heute Robert vor. Robert, bitte. Ja, bitte. Erzähl was, Alter. Irgendwas, egal. Die 7 ist halt sowieso völlig von der Rolle. Robert. Ja, ich glaube, ich... Meinen Text vergessen? Nein, ich hab eine Rezension geschrieben, Frau Sieben. Ist nur so, irgendwie, ich kann die gerade nicht finden. Also, wir warten, Robert, wir warten. Das sind ja voll die Pornos, Mann. Wilde Dreilochstuten. Was ist das denn? Gar nichts. Ich habe jetzt meinen Text gefunden. Ich kann, also wenn Sie möchten... Nein, Robert, du gibst mir sofort diese CDs. Das sind DVDs. Robert, gib mir dieses ekelhafte Zeug auf der Stelle. Diese Filme sind hiermit beschlagnahmt. Das ist menschenverachtend und jugendgefährdend. Wie bist du da dran gekommen? Die gehören mir nicht. Die sind nur geliehen. Erwachsene, die Jugendlichen so etwas zugänglich machen, verstoßen damit gegen geltendes Recht. Sie machen sich strafbar, also... Woher hast du diese DVD? Ich sag gar nichts mehr. Musst du auch nicht ohne deinen Anwalt. Robert, das kann einen Schulverweis nach sich ziehen. Ich will deine Eltern sprechen, noch heute. Oh nein, ist doch gar nichts passiert. Ich kann die Rezension vorlesen. Nein, ihr holt jetzt alle eure Schultaschen raus und kippt den Inhalt vor euch auf den Schreibtisch. Ja, und ein bisschen plötzlich. Ich will sehen, wer von euch noch solchen Dreck bei sich hat. Und Robert... Wehe, du hast das Zeug an Klassenkameraden verliehen.
lange hast du das denn in der Tasche gehabt? Das war wohl mal ein Käsebrot. Das ist ja voll eklig. Die spinnt auch, die Alte. Die tickt nicht mehr richtig. Was hast du da gesagt, Robert? Nichts. Ich hab es genau gehört. Frau Sieben, bitte. Ich hab einfach nur gesagt, ich glaube, ich spinne. Ich will deinen Vater sprechen. Oder deine Mutter. Verlassen Sie sich drauf. Noch gibt es keine weiteren Hinweise. Die Polizei bittet die Bevölkerung, alle Beobachtungen um den Unfallort herum zu melden. Hinweise nimmt jede Polizei den Schritt. Ja, bitte. Guten Abend. Grünwald, Günther Grünwald. Frau Sieben, ich bin der Vater von Robert. Oh. So schnell hatte ich gar nicht mit Ihnen gerechnet. Ich wollte die Filme abholen. Wie bitte? Sie gehören einem Kollegen von mir. Herr Grünwald? Es tut mir leid, aber ich muss mit Ihnen über diese Filme reden. Wie, reden? Ja, reden. Sie dürfen Kindern solche Filme nicht zugänglich machen. Mein Sohn ist kein Kind mehr, er ist 17. Eben. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich, Frau Sieben. Das ist nicht irgendwelche heiße Ware. Diese DVDs kann man in jeder Videothek ausleihen. Herr Grünwald, wer Jugendlichen so etwas zugänglich macht, handelt verantwortungslos und macht sich strafbar. Ich muss das dem Jugendamt melden. Jeder blamiert sich so gut er kann. Wie bitte? Ja, nun machen Sie doch aus einer Mücke keinen Elefanten. Ich habe mich nicht blamiert. Sie sollten sich schämen. Mache ich, wenn ich Zeit dazu habe. Kann ich jetzt die DVDs haben? Nein. Brauchen Sie sie noch? Was wollen Sie denn damit sagen? Wollen Sie mir etwa unterstellen, dass ich dieses Aber Zeug... Aber nicht, will ich nicht. Dafür kenne ich Sie zu wenig. Verlassen Sie sofort mein Haus, auf der Stelle! Um mich rauszuschmeißen, müssen Sie mich zunächst reinlassen, Frau Sieben. Schauen Sie mich nicht so an. Wie schaue ich denn? Ihre Blicke sind ja geradezu... Ach, wissen Sie was? Behalten Sie die Filme doch. Viel Spaß damit. Und schönen Abend noch, Frau Lehrerin. Das ist eine Unverschämtheit. Nehmen Sie Ihren Dreck hier gefälligst mit! Haben Sie mich erschreckt. Oh, entschuldigen Sie, Frau Sieben, das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Ich wollte nur... Ach, Sie sind das Christoph. Ja, also ich meine, könnten Sie mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Hab verschlafen. Die sind da in der Klinik ziemlich genau mit den Zivis. Ja, ja, natürlich. Kommen Sie, steigen Sie ein. Oh, super, Frau Sieben, danke. Naja, geht doch. Wie geht es Ihnen, Christoph? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, mir geht's gut. Aber, Frau Sieben, bitte verzeihen Sie, wenn ich das jetzt sage, aber... Ja? Ist was mit Ihnen? Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. So, als hätten Sie Migräne oder Sorgen. Oder... Das ist alles in Ordnung, Christoph. Ich bin zurzeit nur etwas dünnhäutig, das ist alles. Soll ich vielleicht besser fahren? Oh, so weit kommt es noch, dass mich mein ehemaliger Schüler... Nein, nein, sind ja nur ein paar Meter... Wo wollen Sie denn hin? Zur Polizei. Zur Polizei? Ist was Schlimmes passiert, Frau Sieben? Nein, nein. Es ist nur... Ach, nichts. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, dann... Danke, Christoph. Danke, danke. Es geht schon. Mach dir keine Sorgen. So, Frau Sieben, Sie behaupten also, der Autobahnattentäter wollte sich mit Ihnen verabreden. Nein, nein, so war das nicht. Das haben Sie aber gerade zu Protokoll gegeben. Nein, so stimmt das nicht. Als er mich angerufen hat, war das Unglück ja noch gar nicht geschehen. Nicht? Nein. Er hat es getan, weil ich mich nicht mit ihm getroffen habe, sozusagen als Strafe. Er bringt eine ganze Familie um, weil er scharf auf sie ist? Nein, also er... Es ist ein Machtspiel. Machtspiel. Ich hole da lieber einen Kollegen von der Kripo dazu. Wissen Sie, das wird hier sehr ernst genommen. Wir arbeiten unter Hochdruck. Solche Verrückten können jederzeit erneut zuschlagen oder Nachahmer finden. Einen Augenblick bitte. Ja, ja. Günther, Günther, kommst du mal bitte eben. Da ist eine Zeugin wegen dieses Autobahnattentäters. Sofort. Schon am besten. Danke. Was, Sie? Ach nee.
Frau Sieben. Herr Grünwald, ich wusste gar nicht, dass Sie... Ja, man trifft sich immer zweimal im Leben. Sie haben also einen Hinweis für uns? Oh, das ist mir jetzt aber sehr unangenehm. Ich meine, Sie, also, Sie müssen mich doch für eine ziemlich hysterische dumme Kuh halten, ne? Nein, ich denke nur, dass Sie überarbeitet sind. Und das kann ich Ihnen sagen. Ich möchte heutzutage kein Lehrer sein bei den Kids. Die werden ja nicht gerade einfacher. Das sehe ich an meinem Sohn. Ja. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ich habe Ihnen gestern nichts angeboten. Sie haben mich auch für so eine Art Sittenstrolch gehalten, nicht wahr? Oh, Herr Grünwald. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ja. Verstehe ich das richtig? Sie glauben, den Attentäter zu kennen? Sie nennen ihn Attentäter? Ja, wie würden Sie ihn nennen? Nein, also, er hat bei mir angerufen. Er wollte sich mit mir an der Brücke verabreden, nachts im Regen. Und dann, ja, dann ist es eben erst passiert. Mhm. Hat er die Tat angekündigt? Nein, also, nein, nicht direkt. Was heißt das? Was hat er gesagt? Ja, er hat Andeutungen gemacht. Er hat gesagt, er müsse mich sehen, sonst passiere ein Unglück. Das war's? Ja. Wissen Sie, wer Sie angerufen hat? Nein, ich... Gut, ich hatte sofort einen Verdacht. Ein Schüler von mir, Jakob Wassermann, wollte Schauspieler werden. Er konnte Stimmen nachmachen, Politiker imitieren und so. Und? War er es? Nein, ich weiß nicht. Nein, 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 ich glaube eher nicht. Er war ein sanfter Schüler, ein Träumer. Außerdem, ja, die Stimme klang auch so verändert. Wissen Sie, so verändert, als würde es durch eine Maschine kommen oder so. Frau Sieben, ja. Wir haben jetzt fast 250 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Die Sache regt die Menschen sehr auf, weil es so willkürlich war und so schrecklich, verstehen Sie? Es hätte jeden treffen können, Sie, mich. Ja, Sie glauben mir nicht, aber ja, Herr Grünwald... Ich glaube Ihnen selbstverständlich, dass Sie angerufen wurden und... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Schüler von Ihnen war. Vielleicht sogar dieser Jakob... Wassermann. Wassermann, nein, ja. Aber... Ich werde diesen Wassermann vorsichtshalber mal überprüfen lassen, ja? Aber nun, Frau Sieben, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch ein Verhör. Aber mein Kollege kommt gleich wieder zu Ihnen, ja? Dann schönen Tag noch. Hm? Ja, aber Herr Grünwald, ich muss... Schick Sie nach Hause. Da ist nichts dran. Die Frau wittert hinter jeder Gartenmauer eingespenst. Gut, Frau Sieben. Hallo. Ach, nimm, Mama, lass meine Musik an. Sei nicht böse, aber das ertrage ich heute nicht. Sag mal, wie siehst du denn aus? Was soll das jetzt? Ich gehe auf eine Party. Susi hat Geburtstag. Also so verlässt du mir nicht das Haus. So nicht. Du siehst ja aus wie ein... Ach. Also, als hättest du es regelrecht darauf abgesehen, dir einen Typen aufzureißen. Du bist wirklich eine Spaßbremse. Langsam verstehe ich echt, warum Papa dich verlassen hat. Hat er das gesagt? Nein. Er hat spießige, alte Spaßbremse gesagt. Oh Gott, Kathi. Kathi. Kathi, das wollte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Kathi. Kathi, mir ist nur die Hand ausgerutscht. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass mir das irgendwann passiert. Kathi. Kathi, es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Oh, nun mach doch die Tür auf, bitte. Bitte, Kathi. Komm, du darfst natürlich auf die Party. Kann ich auch bei Susi pennen? Die anderen dürfen alle. Bloß ich hab immer nichts. Ja, komm, mach auf. Meinetwegen kannst du auch bei Susi schlafen, ja. Komm. Kind. Mama. Kathi. Warum bist du manchmal so... Bitte verzeih mir. Du kannst nichts dafür. Als wärst du in der Pubertät und nicht ich. Ja, Simone Sieben. Guten Abend, Simone. Ich bin es, dein Verehrer. Waren Sie das?
mit der Autobahnbrücke? Du hast mich schnöde enttäuscht. Ich habe lange vergeblich auf dich gewartet. Es war nass und kalt. Ich finde, du solltest dich bei mir entschuldigen. Was? Ich? Aber ich... Was ich? Ist es so schwer für dich zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Ich, aber... Ja? Ich entschuldige mich. Dafür, dass ich dich habe warten lassen. Dafür, dass ich sie habe warten lassen. Wollen wir uns nicht duzen? Ich glaube, das möchte ich lieber nicht. Aber du wirst mich doch kein zweites Mal enttäuschen, oder? Bitte komm zu Kirmes. Es liegen 5 Chips für die Achterbahn in deinem Briefkasten. Ein Geschenk von mir. Was? Aber woher wissen Sie das? Ich kann nicht mit der Achterbahn fahren. Mir wird im Auto schon auf dem Rücksitz schlecht. Ich habe Höhenangst. Ein Geschenk schlägt man nicht aus. Das ist eine Beleidigung. Du willst doch nicht, dass ich wieder Dummheiten mache. Nein, bloß nicht. Du kommst also? Ja. Ja, ich komme. Schön. Ich freue mich auf dich. Ich fürchte, ich werde mich sowieso nicht trauen, dich anzusprechen. Aber ich werde dich beobachten, wie du Achterbahn fährst. Reicht es nicht, wenn ich einfach nur so komme? Wir könnten einen Kaffee trinken. Du nimmst mich nicht ernst. Du willst dich über mich lustig machen. Nein, das will ich nicht. Also behalte ich. Ich warte. Halt, noch nicht auflegen. Die Wurst ist voll scharf. Guck mal da, die 7. Echt? Die 7, die geht auf die Achterbahn. Glaub's nicht. Frau 7, juhu. Bist du doof? Will uns mal nicht sehen. Steht die unter Drogen oder was? Die sieht aus wie ein Zombie. Das ist ja irre. Ich war sofort nochmal. Nee, ich nicht. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr auf. Guck mal. Was ist mit dir? Wollen Sie nicht aussteigen? Hängen Sie fest? Ja, einfach nur loslassen. Der geht von ganz alleine hoch. Sie halten ja immer noch fest. Passen Sie auf, es passiert Ihnen doch gar nichts. Einfach nur loslassen und aussteigen. Warten Sie! Wir haben was verloren! Chip? Lass mir das laufen. Ich vergang noch mal! Ja? Was ist los mit dir? Ich habe Höllenqualen gelitten. Mir ist kotzübel. Ich kann nie mehr. Oh nein, du krankes Arschloch, das werde ich ganz sicher nicht tun. Schön, es gefällt mir, wenn du wütend wirst. Ich mag es, wenn du schreist. Lass deinen Gefühlen freien Lauf, unterdrücke nichts. Deine Angst macht dich schön. Du siehst so herrlich aus, wenn die Bahn nach unten saust und du jeden Zug unter den Füßen verlierst. Was ist? Enttäusch mich nicht. Nein. Ich warte. Nein. Oh mein Gott. Ist gut, ne? Ey, ich glaub's ja nicht. Guck mal da. Das ist ja die Verrückte von vorhin schon wieder. Echt? Nee. Die hatte doch kein Kleid an.
Die 7 schon wieder. Ist die extra nach Hause gefahren, um sich für die nächste Tour schick zu machen? Mit der stimmt was nicht. Die sieht aus, als ob die eine scheiß Angst hätte. Hätte ich auch vor dem Looping. Ich wette, die hat hier ein Date. Ihr Typ ist doch abgehauen. Kann ich verstehen. Kluger Mann. Deshalb hat sie sich so rausgeputzt. Aber der lässt sie sitzen. Eine Runde Mitleid für Frau 7. Mama, Kathi, Kathi, ich muss mit dir sprechen. Oh Mann, ich kann das doch jetzt nicht auf diese verfluchte Mailbox sprechen. Kathi, Kathi. Mich, ich kann das doch jeder sehen. Wie viele Hände hast du denn? Lass Krake zu mir sagen, Kleines. Ja, der Name passt. Du kannst doch mehr pennen. Kathi? Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Mutter! Kathi! Lassen Sie sofort meine Tochter los. Sofort. Sehen Sie nicht, dass das ein Kind ist? Mama, bitte, du bist voll peinlich. Du kommst jetzt mit! Du kommst jetzt sofort mit mir nach Hause! Pass dich doch nicht so auf, Frau Sieben. Cool down, das ist nur eine Party. Lassen Sie Ihre gottverdammten Finger von meiner Tochter. Den letzten Typen von Ihrer Sorte habe ich angezeigt. Komm jetzt, Kathi. Tut mir leid, Holger. So, gib das mit. Komm jetzt endlich. Mama! Was soll denn das? Die Sorte kenne ich. Overworked and underfucked. Scheiße! Du bist so schrecklich. Ich glaub's nicht. Halt dich aus meinem Leben raus, Mama! Du bist 14. Na und? Du hältst es doch nur nicht aus, dass ich erwachsen geworden bin. Was? Du bist noch nicht erwachsen. Willst du den Holger jetzt auch anzeigen? Ja? Willst du das? Wenigstens kannst du nicht seine Frau anrufen, wie damals bei Andreas. Das verzeih ich dir nie, nie! Ein verheirateter Mann macht mit meiner 13,5-jährigen Tochter rum und ich bin die Böse. Oh, das ist ja klasse. Du kannst doch nur nicht ertragen, dass die Typen auf mich stehen. Ganz im Gegensatz zu dir. Was? Du vergraust ja jeden Mann. Ich will nicht so ein beziehungsloser Eisschrank werden wie du. Oh, ist das das, was du über mich denkst? Alle denken das, Mama. So wie du dich aufführst. Was? Ich führe mich nicht auf. Kathi, ich werde verfolgt. Was, verfolgt? Was soll das heißen? Ein Mann ruft mich an, Kathi. Er verlangt Sachen von mir. Das verstehe ich nicht. Was für Sachen? Ich soll Dinge tun. Was? Mama? Was für Dinge? Ich soll Achterbahn fahren, ein rotes Kleid anziehen. Und wenn du das nicht tust? Dann macht er schlimme Sachen. Schlimme Sachen? Ja. Er wirft Steine von einer Autobahnbrücke, oder? Mama, das ist jetzt wirklich nicht witzig. Das ist wirklich nicht. Sagst du doch nur, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich soll mich um dich kümmern, statt auf Partys zu gehen, weil du ja von einem Irren verfolgt wirst oder die Welt retten musst. Meine eigene Tochter, glaub mir kein Wort. Mama, als ich das letzte Mal zu Papa ziehen wollte, hast du eine Magenkolik bekommen. Ich dachte, du stirbst. Ich bin natürlich nicht zu Papa gezogen. Ich war wirklich krank. Ja, vielleicht hattest du Magenschmerzen, aber die habe ich auch manchmal. Jetzt zum Beispiel. Er hat Menschen getötet. Ach, ich sollte ihn treffen. Er hat auf mich gewartet und weil ich nicht gekommen bin, hat er den Stein geworfen. Hör auf, Mama! Niemand wirft Steine von Autobahnbrücken, weil du dich nicht mit ihm treffen willst. Im Gegenteil. Es wäre total super für dich, wenn du dich endlich mal wieder neu verlieben würdest. Das muss ich mir nicht von meiner eigenen Tochter bieten lassen. Was soll das? Siehst du das nicht? Ich packe. Was machst du? Das war's. Ich zieh zu Papa. Endlich. Du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Oh doch, gar nicht.
nicht länger von dir emotional erpressen. Mitten in der Nacht? Du willst doch nur zu dieser Party. Zurück zu diesem Holger. Denk doch, was du willst. Ich lass dich nicht gehen. Kathi, ich lass dich nicht gehen. Mama, geh weg von der Tür. Ich will dir nicht wehtun. Nein. Tschüss. Du tust mir aber weh. Und Sie sind ernsthaft 5-mal Achterbahn gefahren. Kann nicht ein Kollege von Ihnen meinen Fall bearbeiten? Die Polizei ist kein Streichelzoo, Frau Sieben, und eine Zeugenaussage kein Wunschkonzert. Ich mache keine Zeugenaussage. Ich erstatte Anzeige. Gegen unbekannt. Und ich bitte um Hilfe. Ja. Und was ist passiert, nachdem Sie 5-mal Achterbahn gefahren sind? Nichts. Nichts? Nein. Ich habe ja getan, was er wollte. Und was hätte Ihrer Meinung nach passieren können, wenn Sie nicht gefahren wären? Ja, ich weiß nicht. Etwas Schlimmes. Wie eine Autobahnbrücke? Ja. Ja, vielleicht hätte er die Achterbahn entgleisen lassen oder eine Bombe wäre detoniert. Auf dem Platz waren Tausende von Menschen. Hat er sowas angedroht? Nein, nicht direkt. Und die Chips, die lagen in Ihrem Briefkasten, ja? Ja. Ja, wenn wir die jetzt hätten, könnten wir sie kriminaltechnisch untersuchen lassen. Auf Fingerabdrücke und so. Aber wir können ja mal eine Liste der Verdächtigen machen. Wer hat denn alles einen Grund, sauer auf Sie zu sein? Sauer? Na, Sie sind doch Lehrerin. Liegt doch nahe, dass es ein paar Menschen gibt, die sich von Ihnen ungerecht behandelt fühlen. Ich? Naja, klar. Ein paar Schüler musste ich durchs Abi fallen lassen. Also nicht ich alleine, aber mein Fach gab den Ausschlag. Man kann nicht immer alle Augen zudrücken. Es gibt Standards, Normen. Namen? Bitte? Ich brauche Namen. Naja. Jakob, ja, nein, der Hanselmann, Dirk Hanselmann zum Beispiel. Oh, der war ziemlich wütend auf mich. Hanselmann? Hat mir üble Streiche gespielt, unter meinem Namen Sachen bestellt. Und ich hatte dann den Ärger, den ganzen Plunder wieder loszuwerden. Möbel, Wein, Kleidung, so ein Nuttenkram, um mich zu beleidigen. Dessous? Ja, und dann noch der Kalle Niemeyer. Der war wohl der erste Analphabet, der beinahe das Abitur bestanden hätte. Niemeyer mit Y oder mit EI? Was machen Sie mit den Namen? Wir werden sie überprüfen. Reine Routine. Ach so. Ja, und dann der Ex-Freund meiner Tochter. Dem Kinderschänder traue ich das auch zu. Ich habe seiner Frau geschrieben, was er mit meiner Tochter gemacht hat. Das war Kindesmissbrauch. Wie alt war Ihre Tochter zur Tatzeit? 13,5. Dann war es Verführung Minderjähriger. Es sei denn, es war Gewalt im Spiel. Der war verheiratet. Spielt juristisch keine Rolle. Haben Sie ihn angezeigt? Natürlich. Wurde aber alles niedergeschlagen, weil meine Tochter sich geweigert hat, auszusagen. Sein Name? Andreas Brenner. Ach ja, und dann noch ein Kollege von mir. Der hat die Mädchen im Sportunterricht betatscht. So unerlaubte Griffe. Sieht aus wie eine Hilfestellung. Den haben Sie auch angezeigt? Natürlich. Name? Rutger Taube. Und dann? Naja. Taube. Das muss ich Ihnen sagen. Es waren Schüler auf der Kirmes. Ich habe sie erkannt. Das könnte wichtig sein. Vermutlich hat der Täter sie beim Achterbahnfahren beobachtet. Also, da standen Schüler aus der 12. Die Insa, der David und ihr Sohn Robert. Moment. Die verdächtigen Sie alle? Na, Sie haben mich doch gefragt, wer in Frage... Ich glaube, ich rufe jetzt doch besser einen Kollegen. Oh, bitte nicht. Ich will doch nicht alles noch einmal erzählen. Liebe Frau Sieben, wollen Sie meine ehrliche Meinung hören? Ja. Ich glaube, dass Sie sich um psychologische Hilfe bemühen sollten. Sie werden mit der Situation allein nicht mehr fertig. Also, das ist doch eine Unverschämtheit sondergleichen! Ich weiß ja nicht, wie andere Telefonanbieter so etwas regeln. Aber bei uns ist das so. Sie können sich einmal monatlich alle Verbindungen ausdrucken. Nein. Das bekommen Sie dann mit der Rechnung. Nein. Wir müssen dafür aber eine... Nein, das meine ich nicht. Ich brauche eine Fangschaltung oder wie das heißt. Ich muss rauskriegen, wer mich anruft. Auf meinem Display steht immer unbekannter Anrufer. Nein, das geht nicht. Wenn
wenn der Teilnehmer seine Nummer unterdrückt. Dann ist es seine Entscheidung, anonym zu bleiben. Ja, aber das, wir würden gegen den Datenschutz verstoßen. Das ist doch das Problem. Warum fragen Sie ihn nicht einfach, wie er heißt, wenn er anruft? Hm? Ich werde anonym bedroht, junge Frau. Ach so. Dann ist das eine Sache der Polizei. Ich würde mich an Ihrer Stelle an die Kripo wenden. Ja, danke. Sie haben mir sehr geholfen. Gerne. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt leider zum unangenehmsten Punkt der Tagesordnung. Frau Sieben. Dass Sie sich überhaupt noch hierher trauen. Bitte, bitte, Herr Taube, wir wollen das hier doch sachlich regeln. Ja, stehe ich denn jetzt hier vor Gericht oder was? Nein, noch hat ihr gar keiner etwas vorgeworfen. Liebe Kollegin Sieben, durch Ihr Verhalten ist doch eine Menge Unruhe in die Schülerschaft. Ja, uns auch ins Kollegium gekommen. Ja, und von der Elternschaft ganz zu schweigen. Ich bin Vertrauenslehrerin. Na, bilden Sie sich da mal nicht so viel drauf ein. Ja, mich rufen Eltern an. Die wollen ihre Kinder in einer anderen Schule anmelden. Ja, ich kenne Kollegen, die haben wegen Ihnen ihre Versetzung beantragt. Bitte, bitte, ach, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Schule wieder ein Raum der Lehre wird. Ja. Nicht der Verdächtigungen und der Anfall. Ja, und was soll das jetzt heißen? Wir haben es mit einem Kriminalfall zu tun, mit strafbarem Verhalten. Ja, ja, in Ihrem Kopf. In Ihrer blühenden Fantasie, Frau Herr Kollegin. Sie haben, Beweise. Frau Sieben, Sie haben einen Lehrer angezeigt. Die Sache hat sich aber glücklicherweise als harmlos herausgestellt. Naja. Eine üble Verleumdung und Rufschädigung war das. Das Nachspiel kommt noch. Sie sind in den Schulbus gefahren. Ja und? Meine Güte, ist doch nichts passiert. Ich war ungeschickt. Christoph! Guten Tag, Frau Sieben. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte ein Ehemaligen-Treffen organisieren und Sie nur kurz fragen, ob Sie mir vielleicht mit Adressen aushelfen könnten. Ich bin darauf gekommen, nachdem ich Sie neulich getroffen habe. Ja? Frau Sieben, ist Ihnen nicht gut? Soll ich später wiederkommen? Nein, komm nur rein. Bitte entschuldige, wie es hier aussieht. Ich denke, ich sollte besser gehen. Sie wollen bestimmt lieber alleine sein. Nein, also ich... Ich bin im Grunde ganz froh, jetzt genau nicht alleine zu sein. Komm ruhig rein. Okay, danke. Bitte. Oh. Wissen Sie was, Frau Sieben? Wenn es Ihnen recht ist, setze ich Ihnen eben einen Tee auf. Und Sie legen einfach in der Zeit ein bisschen die Füße hoch. Ja, ja, vielleicht. Wenn es dir nichts ausmacht. Rooibos-Tee steht da in der Küche im zweiten Regal rechts. Ich weiß doch. Beim letzten Mal haben Sie für mich einen Tee gekocht. Ach ja? Können Sie sich noch erinnern? Ja, ja, natürlich. Ja. Ich hatte Ärger mit dem Henker. Ja, ja, ja. Der Henkmann. Ja, dieses Aas von Mathelehrer. Oh, Christoph! Du weißt doch, was später mit ihm passiert ist. Ja, tut mir leid. Ich meine nur, vielleicht kann ich ihn ja heute mal. Du bist lieb, aber nein, 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 nein. Darf ich ehrlich sein, Frau Sieben? Ja, natürlich. Sie sehen aus wie jemand, der Hilfe nicht abschlagen sollte. Was? Das ist so schlimm. Mhm. Ach, Christoph. Mein ganzes Leben geht den Bach runter. Meine Kollegen hassen mich, mein Mann hat mich verlassen. Mhm. Meine Tochter ist abgehauen. Frau Sieben, waren Sie deshalb bei der Polizei? Nein. Nein, es ist noch viel schlimmer. Ein Unbekannter terrorisiert mich. Ich würde jetzt gerne bei Ihnen bleiben, Frau Sieben. Ja. Ich lasse Sie nicht gerne allein, aber ich muss jetzt, leider. Ja? Warum hast du das Licht ausgemacht und die Rolläden heruntergelassen? Willst du mich aussperren aus deinem Leben? Nein. Das ist nicht nett von dir. Nein. Ich will dich sehen. Nein. Mach das Licht an. Zeig dich mir. Ich kann dich sonst nicht sehen. Und wenn ich dich nicht sehe, mache ich wieder Dummheit. Nein. Komm. Nein. Komm raus. Komm in den Garten los. Ja. Ja. Ja.
Na gut, ich komme. Nein, das ist zu klein, besser das Große. Wo bist du? Halt! Sie? Sie behaupten also, beobachtet worden zu sein? Ein Voyeur. Ja, er hat mich angerufen. Ihre Rollläden sind unten. Ja und? Ist schwer, was zu sehen. Herr Holthusen sagt, Sie seien mit einem Messer auf ihn losgegangen. Bin ich nicht. Es gibt Zeugen. Sie müssen mit einer Anzeige rechnen. Ja. Simone, du böses Mädchen. Wenn ich dich nicht sehen kann, dann wird's richtig heiß. Hör auf. Lasse nie wieder die Rollen herunter. Verstehst du das? Lass mich mal. Ist das klar? Hast du mich verstanden? Nein. Nein. Oh, leck mich doch. Oh nein. Nein, nicht nochmal. Ja. Hallo? 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 Oh. Diesmal hast du einen Fehler gemacht. 7, 5, 3, 7, 8, 9. Ja, hier Silberfisch, Kleen am Apparat. Silberfisch? Die Kneipe? Ja, was dachten Sie denn? Die anonymen Alkoholiker? Also, Robert, David, Insa, die ganze Bande. Jetzt hab ich euch. Hey, halt. Bleibt mal stehen. Euer Spiel ist aus. Oh, die 7. Rette sich, wer kann. Die schon wieder. Glaubt ihr, ich bin blöd? Ihr habt mich angerufen. Nein, ich hab sie nicht angerufen. Ihr habt mich angerufen. Der Anruf kam aus dem Silberfisch. Lassen Sie ihn in Ruhe, Frau 7. Der Anruf kam aus dem Silberfisch. Glaubt ihr, ich bin blöd? Glaubt ihr, ich bin blöd? Bitte kommen Sie schnell, Herr Grünwald. Bist du da? Ja, unsere Lehrerin Frau 7 verprügelt ihren Sohn. Was? Wir sind vor dem Silberfisch. Komm, gib sie mir mal. Die kann ich Ihnen nicht geben. Die haut gerade ab. Insa, was ist mit Robert? Ist er okay? Nein, Robert ist ohnmächtig. Oh Gott. Und David hat sie auch einen verpasst. Ich schicke euch sofort einen Krankenwagen. Und jetzt haben sie auch noch 3 Schüler angezeigt und einen niedergeschlagen, weswegen wir uns hier wieder zusammenfinden. Tja, also Simone, ich würde gerne, aber... Wer hält denn jetzt überhaupt niemand mehr zu mir? Um den Schulalltag nicht länger zu belasten, sollten Sie sich krank melden, Frau Simone. Ich bin aber nicht krank. Oh doch, und wie? Im Oberstübchen. Ich kann Sie auch mit einer sofortigen Disziplinarmaßnahme vom Dienst rufen. Ja, seid ihr denn alle bis die Sache geklärt ist. Sie müssen doch selber einsehen, verehrte Kollegin, dass Sie unter diesen Bedingungen keine Schüler mehr auf die Reifeprüfung vorbereiten können. Das nenne ich Kollegen. Das nenne ich Solidarität. Aber bitte, Frau Sieden. Simone. Jetzt rennt sie heulend weg. Und wir bleiben auf dem Trümmerhaufen hier sitzen. Hoffentlich findet sie einen guten Arzt. Frau 7? Frau 7? Ich bin Christoph. Ich komme von der Nachtschicht. Ich habe uns Brötchen geholt. Wollen Sie mit mir frühstücken? Du bringst mir Brötchen? Ich habe gehört, was los war. Solche Sachen sprechen sich schnell herum. Was wird denn erzählt? Dass sie Robert krankenhausreif geschlagen haben. Ja. Das stimmt wohl. Ich war so außer mir und jetzt denke ich,
Vielleicht habe ich ihm sogar Unrecht getan, aber er war in der Kneipe, von der aus ich angerufen wurde. Aber komm rein. Jetzt koche ich uns einen Tee. Die ist doch nicht mehr ganz dicht, Papa. Die gehört eingesperrt. Robert, was hast du mit der Sache zu tun? Ich? Nichts? Was soll die Frage? Als ich deine Klamotten fürs Krankenhaus zusammengepackt habe, da habe ich Fotos gefunden. Hier. Ach, die. Ach, die! Das ist eine schlimme Verletzung der Privatsphäre. Frau Sieben beim Umziehen. Na hier, halbnackt. Die sind mit Teleobjektiv aufgenommen, ohne ihr Wissen. Ich war das nicht. Wie kommst du an die Bilder? Die habe ich mir ausgedruckt. Die hat jeder, die sind im Netz. Wo? www.deinenackte-lehrerin.de oder was? Mir kannst du nichts vormachen, Robert. Du hattest eine Stinkwut auf sie. Diese Fotos im Internet, Robert, die sind eher verletzend. Papa, ich war das nicht. Ich glaub dir kein Wort. Ich bin seit 25 Jahren bei der Kripo. Du hast ein Motiv. Papa, sie hat nicht zusammengeschlagen. Nicht ich sie. Wir müssen sie anzeigen. Nein, das werden wir nicht tun. Jetzt bloß kein Benzin ins Feuer gießen. Wenn der Schuldige gepackt wird, ist er erledigt. Nix Studium und toller Job. Das reicht für eine Vorstrafe. Haben wir uns verstanden? Das ganze Zeug wird sofort von deinem Computer gelöscht. Ja, Papa. Christoph, es tut gut, mit dir zu reden. Oh, wenn du willst, kannst du für ein paar Tage hier wohnen. Katis Zimmer steht sowieso leer. Ja. Frau Sieben, ich weiß nicht. Bin ich jetzt oder wollen Sie mich anbaggern? Was? Dich anbaggern? Oh, Christoph, ich bitte dich. Da hast du mich jetzt aber gründlich missverstanden. Ich bin einfach nur... So schrecklich einsam, ich weiß. Ja. Aber ich brauche jemand, der einfach nur zu mir hält. Keinen Liebhaber. Schade. Ich würde gerne mit Ihnen schlafen. Christoph, ich könnte deine Mutter sein. Na und? Bei Männern ist es ganz normal, wenn die jüngere Freundinnen haben. Aber eine Frau in meinem Alter ist doch für einen jungen Mann wie dich nicht attraktiv. Was glauben Sie, wie viele Schüler von Ihnen träumen? Willst du mich verspotten oder aufmuntern? Naja, kennen Sie denn die scharfen Fotos im Netz nicht? Was? Ja. Was für Fotos? Ja? Guten Abend, Engelchen. Ich bin es wieder, dein Verehrer. Du hast doch bestimmt schon auf meinen Anruf gewartet. Mach mal das Fenster auf, du böses Mädchen. Dann siehst du, was passiert, wenn ich zornig werde. Haben Sie das Haus angezündet? Sie haben das Haus angezündet, weil ich... Du die Kollegen wieder heruntergelassen hast. Genau. Schließ mich nicht aus deinem Leben aus. Wirst du in Zukunft ein braves Mädchen sein? Da wohnen 6, 7 Familien. Sind sie denn völlig verrückt? Bitte hilf mir, meine Wut im Zaum zu halten. Nur du kannst das. Hilf mir, mich besser zu beherrschen. Was soll ich denn tun? Was wollen Sie von mir? Und verdammt nochmal, wer sind Sie? Komm in den Park, aber alleine. Werden wir uns da sehen? Das entscheide ich. Du gehst immer um den Teich spazieren. Und nimm dein Handy mit. Vielleicht rufe ich dich an. Und um den Teich? Ja, und du wirst unter deinem Mantel... Die Feuerwehr holt die Leute mit der Leiter raus. Der Herr Holthusen... Der hat seine Strafe verdient. Ja. Und unter deinem Mantel, da trägst du nichts. Was? Hörst du? Was soll das? Was soll das? Ich will es so. Immer wenn du bei der Laterne an der Parkbank vorbeikommst, machst du ein
Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Das ist eine kleine Erziehungsmaßnahme, damit du anerkennst, dass ich das Recht habe, dich jederzeit anzuschauen. Nein, ich bitte dich, ich kann nicht. Nie wieder wirst du mich mit deinen Rollläden aussperren. Nein. Doch. Ja. Los, sag es. Was soll ich sagen? Dass du mich nie wieder aussperren wirst. Ich werde sie nie wieder aussperren. Brav! Und ich habe das Recht, dich jederzeit anzuschauen. Ja, Sie haben das Recht. Sie haben das Recht, ja, mich jederzeit anzuschauen. Du bist super. Simone, so brav. Und jetzt beeil dich. Du kennst mich. Ich warte nicht gerne. Ja. Bitte, Entschuldigung. Ich muss bitte durch. Bitte entschuldigen Sie. Hey, ich möchte. Hey, die war das. Die Hexe. Die hat unser Haus angezündet. Halt, warten Sie mal. Nein, bitte. Bevor Sie noch mehr schaden. Ich muss in den Park. Die ist mit einem Messer auf mich. Bleiben Sie stehen. Lassen Sie mich los. Bitte, lassen Sie mich los. Seien Sie doch vernünftig. Wenn Sie nichts getan haben, brauchen Sie auch nichts zu befürchten. Lassen Sie mich los. Bitte, lass. Bitte. Sie haben ja gar nichts an. Bitte geben Sie mir meinen Mantel zurück. Ja, hier, bitte sehr. Einsatzzentrale, ich habe hier eine verwirrte Frau nackt vor dem brennenden Gebäude aufgegriffen. Bitte. Sie ist als aggressiv bekannt. Bitte wird von Hausbewohnern beschuldigt, die Brandverursacherin zu sein. Sonst passiert ein Unglück. Jetzt beruhigen bitte, Sie sich. Lassen Sie mich alles gehen. Ist ich gut, gleich kommt sonst Hilfe. Ich brauche keine Hilfe, ich muss in den Sie Park. Sie werden jetzt sonst ganz ruhig hier warten, ja? Nein, das geht jetzt. Ich muss in den Park. Park. Ein Unglück. Ein Unglück. Ein Unglück. Wo bin ich? Warum kann ich mich nicht bewegen? Sie wurden zu Ihrem eigenen Schutz fixiert, Frau Sieben. Sie sind in der Psychiatrie. Hier wird Menschen wie Ihnen geholfen. Christoph? Ja, ich bin es. Ich habe Nachtschicht. Welch ein Glück, dass Sie auf meine Station gelegt wurden. Finden Sie nicht? Christoph, was machen Sie da? Das ist eine Beruhigungsspritze. Nein. Ja. Nein. So, das macht jetzt einmal ganz kurz Piek. Nein! Und dann gehörst du mir endlich ganz. Nein! 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 Sie sind der Flüsterer. Sie haben mich angerufen. Warum siehst du mich plötzlich? Jetzt kannst du mich nicht mehr abweisen. Warum tun Sie das? Du bist bei mir in guten Händen. Mit Pflege kenne ich mich aus. Mutter habe ich auch tot gepflegt. Was habe ich Ihnen denn getan, Christoph? Du hast mich nie beachtet. Genau wie Mutter. Ich habe mich doch immer für dich eingesetzt, Christoph. Damals, als Sie diesen entsetzlichen Ärger mit Herrn Henkmann hatten. Eingesetzt? Sie haben doch nur versucht, mich mit allen Mitteln davon abzubringen, das Schwein fertig zu machen. Eingesetzt nennen Sie das. Einen Räubuschtee haben Sie mir gekocht. Oh, das ist jetzt sehr ungerecht, Christoph. Was haben Sie denn erreicht? Was denn? Noten. Christoph, muss am Ende jeder Lehrer selbst vergeben. Ah, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Meinen Abischnitt hat er mir versaut. Meine ganze Zukunft habt ihr mir kaputt gemacht, der Henkmann und du. Christoph. Aber ihm hat das nichts genutzt. Ich lasse mich nicht manipulieren. Ich nicht. Christoph, was wollen Sie damit sagen? Haben Sie ja, ihn damals... Ich habe ihn überfahren. Die Bullen sind ja so leicht auszutricksen. So berechenbar. Und jetzt bist du dran. Aber dieses Mal nehme ich mir Zeit. Schreie. Viel Zeit. Ich werde... Ja. Jetzt einfach... Ganz viel Zeit. Schreien. Jetzt wirst du erst mal schlafen. Ich werde alles erzählen. Gleich tut sich das Land der Träume auf. Alles erzählen. Ja. Ja. Tu
tu das. In der Gruppentherapie haben wir einen, der hat Rom angezündet und ich glaube auch die Titanic versenkt. Die Hilde wird dir besonders gefallen. Die wird auch verfolgt vom CIA und vom russischen Geheimdienst. Mit der verstehst du dich bestimmt blendend. Die Spritze hat schon gewirkt. Oh, wie schön entspannt deine Unterlippe herunterhängt. Guten Tag. Ich bin Kommissar Grünwald. Könnte ich mal bitte mit Frau Sieben allein reden? Guten Tag. Aber sicher, Herr Kommissar. Was? Sie kann sie verstehen, nur sprechen kann sie nicht. Ach so. Ihr Sprachzentrum ist gestört. Das passiert manchmal bei Schockzuständen. Also, Frau Sieben, keine Angst. Ich gehe nur ein paar Schritte spazieren. Ich kann Sie immer sehen. Ich laufe nicht weg. Wenn Sie mich brauchen, bin ich gleich wieder da. Also, bitte nur ein paar Minuten und regen Sie sie bloß nicht auf. Ich krieg sonst Ärger. Ich bin für Sie verantwortlich. Ja, ja, schon klar, danke. Frau Sieben? Frau Sieben, es tut mir schrecklich leid, Sie so zu sehen. Ich bin nur gekommen, um Sie zu beruhigen. Der Flüsterer wird Sie nicht mehr belästigen. Es war mein Sohn. Ich habe ihn einfach zu sehr vernachlässigt. Wissen Sie, dieser Scheißjob. Ich habe mehr Zeit für die Verbrecher als für ihn. Ja, so muss er es empfunden haben. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht war das jetzt seine Art, um meine Liebe und Aufmerksamkeit zu buhlen. Er ist mir in letzter Zeit mehr und mehr entglitten. Ich bin alleinerziehend. Ich sage Ihnen, das ist nicht immer einfach, Frau Sieben. Es tut mir unendlich leid, aber endlich ist der ganze Spuk vorbei. Na, natürlich hat der Junge Strafe verdient. Aber bitte kriminalisieren Sie ihn nicht. Dadurch wird es doch nicht besser. Er wird Sie nicht anzeigen und Sie ihn nicht, ja? Ist das ein Deal? Ich glaube, Herr Kommissar, ich muss Frau Sieben jetzt zur Physiotherapie mitnehmen. Ja, klar. Wir haben ja soweit alles besprochen, nicht wahr, Frau Sieben? Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen. Passen Sie gut auf Sie auf. Ihr wurde im Leben übel mitgespielt. Keine Sorge, Herr Kommissar. Sie ist bei mir in besten Händen. Der Flüsterer von Klaus-Peter Wolf. Die Rollen und ihre Darsteller: Simone Sieben, Angelika Fornell. Christoph der Flüsterer, Oma El Saidi. Günther Grünwald, Volker Risch. Kathi Sieben, Laura Mehr. Robert Grünwald, Jonas Beck. In weiteren Rollen: Johanna Bergmann, Andreas Bichler, Daniel Drewes, Gregor Höppner, Katja Liebing, Karl-Heinz Tafel, Bruno Tendera und viele andere. Technische Realisation: Werner Jäger und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Andreas Westphalen. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Schregel.